Denn zunächst mal halten wir fest, Aggression hat eine biologische Funktionalität und verschafft erstmal auch einen kleinen Vorteil. Es fließt aber nicht sofort Blut. Schau mal, 10.000 Menschen in der O2 World Berlin. Freie Platzwahl, um sich da die erste Reihe zu ergaunern, behaupte ich, bedarf es einer gewissen Portion territorial motivierter Aggression. Ich stelle nicht die These auf, dass die jetzt jemanden geschlagen haben, ne? Aber die haben sich schon behauptet. Bei Hunden will ich aber jetzt genauer hingucken und teile mal Aggression in zwei Blöcke. Aggression innerhalb des Rudels, Aggression außerhalb des Rudels. Und wenn wir da bei der Aggression nach draußen mal Rüde und Hündin vergleichen, stellen wir fest, dass der Rüde zigmal häufiger streitet als die Hündin. Der Rüde ist wettbewerbsorientierter, der ist ja tatsächlich ein bisschen zänkischer draußen. Aber wenn wir genau hingucken, stellen wir fest, dass es bei den Rüden bei sogenannten Kommentkämpfen bleibt. Da wird sich ein bisschen imponiert, ein bisschen Show gemacht, da fliegt ein Büschel Fell, mehr nicht. Wehe, die Hündin kommt dazu. Das ist im Grunde wie bei den Menschen vergleichbar. Also das ist ja auch, nee, Moment mal eben, das ist doch so. Das ist doch wohl so, wenn zwei Männer sich mal in die Haare kriegen, da wird ein bisschen geschubst, ein bisschen gemotzt, danach können die wieder ein Bier zusammen trinken. Wenn ein Mädchen sich in der 7. Klasse vornimmt, die Zicke mach ich platt. 25 Jahre später beim Klassentreffen ist die wieder dran. Ja? Da wird's knallhart. Gut, die Männer streiten öfter, die Rüden streiten öfter. Warum ist das eigentlich so? Warum hat die Natur das so gemacht? Leider müssen wir feststellen, das Männchen ist nicht so wichtig wie das Weibchen biologisch betrachtet. Ja? Das ist natürlich sehr schade. Nee, da braucht ihr nicht zu klatschen, ihr braucht die Männer nicht zu mobben. Aus! Nee, das ist tatsächlich echt so. Es werden immer die Männer geopfert, ja? Schiff geht unter, der Kapitän schreit sofort, Frauen und Kinder zuerst! Gut, jetzt nicht der italienische Kapitän, der holt erstmal ab. Aber eigentlich ist es doch so, dass wir immer hören, Frauen und Kinder zuerst. Das Schiff geht unter, das sagt der Kapitän doch nicht. Übrigens, die stark übergewichtigen älteren Herren bitte zuerst ins Beiboot. Es werden erstmal Frau und Kind gerettet. Warum? Wir brauchen viele Frauen, viele Kinder, um ein Volk aufrechtzuhalten. Aber wenn wir ehrlich sind, reicht ein junger, gesunder Mann aus, um Berlin aufrechtzuhalten. Ja? Das heißt, ja, biologisch gesehen ja nicht falsch. Ne? Das heißt, wir können also ohne Probleme sagen, nach draußen streiten die Männer öfter. Jetzt gehen wir kurz ins Rudel. Da sieht die Welt völlig anders aus. Ja? Wer von euch hat Rüde und Hündin zu Hause? Und da werdet ihr feststellen, dass statistisch gesehen die Hündin das Sagen hat. Da läuft's in aller Regel so, der Rüde rennt den ganzen Tag um die Hündin rum, leckt ihr das Maul ab und sagt, guck mal, ich hab ein Schweinöhrchen gebastelt, spiel doch mal mit mir. 8 von 10 Mal sagt die, zisch ab, du Blödmann. 2 Mal lässt sie sich herab und spielt mit ihm. Dann wird er aber direkt komatös gespielt und kurz bevor er wirklich umkippt, sagt die, komm, zisch ab, du kannst auch nix. Ja? Die entscheidet das und die ist auch viel heftiger und viel häufiger aggressiv. Ich hatte vor vielen Jahren in Köln einen Kunden, Professor Pougin. Weiser Mann, 85 Jahre alt, kam mit Rüde und Hündin ins Training. Die beiden hatten ganz schöne Zankereien. Ich sag immer, ist nicht sonst so meine Meinung, aber bei den beiden würde ich es echt laufen lassen. Die wird dem so lange eine vernageln, bis er kapiert, wer hier die Nummer 1 ist. Er, Herr Rüther, das erinnert mich aber stark an meine verstorbene Frau. Ja? Herr Rüther, ich war 50 Jahre in der Ehe, stets der Kopf der Familie. Die? Immer der Hals, hat mich hingedreht, wohin sie wollte. Konntest du erzählen, was du willst. Und dieses Beispiel zeigt, dass Aggression auch mal funktional ist und dass die nicht sofort mit riesenheftigen Streitereien verbunden ist. Wir Säugetiere, Hund und Mensch, sind in der Lage, ernste Aggressionen zu kanalisieren.